Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splatoon. Ja, gab's jetzt länger nicht mehr und ihr seht auch an meiner Stufe, groß gespielt habe ich gar nicht. Lag einfach daran, dass ich irgendwie in letzter Zeit mehr Lust auf andere Sachen hatte. Aber heute nehmen wir auf jeden Fall erstmal wieder eine, vielleicht sogar zwei Folgen auf. Mittlerweile gibt's Rangkämpfe. Okay, kann ich noch nicht machen, weil ich noch nicht Stufe 10 bin, aber immerhin gibt's die jetzt. Und wir gucken uns heute aber einfach ganz allgemein mal den Online-Modus an. Also den ganz normalen Standardkampf. Wir haben ja beim letzten Mal nur den Singleplayer gemacht. Und heute hauen wir einfach mal zwei Runden rein. Ja, links seht ihr, momentan sind zwei Arenen zu spielen. Das ist eigentlich immer so. Also es wechseln sich immer zwei Arenen ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge erzählt hatte. Und momentan haben wir die Bohrinsel, Nautilus und Punkasius Skatepark. Ja, wir möchten das machen. So. Hoffen wir mal, dass wir einen Kampf finden und dass wir keine Probleme haben. Ich hoffe auch, dass mein Tablet anbleibt. Denn da hatte ich eben irgendwie Probleme, dass es nicht richtig laden wollte. Was dann irgendwie an einer anderen Steckdose funktionierte und jetzt bin ich doch wieder an der Steckdose, an der ich eben war und es ist ein bisschen merkwürdig, sage ich einfach mal. Aber gut, sei es wie es ist, jetzt funktioniert es auf jeden Fall gerade erstmal. So, und ihr seht schon, im Singleplayer hatte ich ja diese komische normale Pistole, mit der ich geschossen habe. Ich habe mir jetzt zwischendurch, weil ein, zwei Spiele habe ich ja gemacht, habe ich mir mal hier diesen, wie heißt das Ding? Auf jeden Fall so ein Wischer hier. Oh Gott. Oh Gott. Die jagen mich. So ein Wischer geholt. Damit kann man relativ gut Sachen einfärben. Also ich bin hier prinzipiell dafür verantwortlich, möglichst viel Fläche zu färben. Ich meine, ihr seht schon, wenn ich einmal an einen Gegner rankomme, dann kann ich da auch relativ gut Schaden machen. Aber eigentlich bin ich dafür da, um hier möglichst viel Fläche einzufärben. So, sieht momentan auch ziemlich gut aus, muss ich mal sagen, wenn ich so aufs Tablet gucke. Und oben sieht man es ja auch, die ich habe keine Farbe mehr. Die Tinte, die Leben von den anderen sind sehr, sehr klein angezeigt, was eben dafür steht, dass sie sehr, sehr wenig Punkte haben. Beziehungsweise sehr wenig Fläche eingefärbt haben. Oh oh. Ich werde angegriffen. Wo ist der? Da drüben. Na komm schon. Ah, da haben sie mich. Ja, aber es sieht eigentlich sieht's ganz gut aus. Wir spawnen mal bei dem da vorne. Wobei, shit, ich sehe gerade hier vorne hätte eigentlich auch einiges an Fläche gefehlt, das eingefärbt werden muss. Ne, egal. Wenn wir nochmal sterben, dann färben wir wieder unseres ein. Ah. Komm, lass mich doch hier hoch. Okay, da hoch kann man scheinbar nicht. Alles klar. So, Spiel geht noch eine Minute. Oh Gott. Lass mal wieder weg hier. Ich bin gerade beschossen. Beziehungsweise besnipert sogar von da oben. Mal auf die Map schauen. Die kann ich euch ja leider nicht zeigen. Ich kann hier jetzt auch nicht die ganze Zeit Fotos machen, so gesehen. So, wir haben irgendwie unser Ulti bereit. Ich weiß gar nicht, was unser Ulti macht. Ist das das Schild immer noch? Okay, ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung. Nein, das da wollen wir spawnen, da wollen wir spawnen. Shit. Jetzt bin ich beim Falschen gespawnt. Jetzt konnten wir unser Ulti gar nicht richtig sehen. Ich habe keine Ahnung, was das genau macht. Aber das sehen wir bestimmt im nächsten Fight nochmal. So, das sollten wir. Entschuldigung, meine Stimme ist irgendwie ein bisschen weg. Sollten wir ziemlich dominant gewonnen haben. Ja, das haben wir sehr dominant gewonnen. Siegbonus 300 Punkte. Jetzt müssten wir sogar Level 4 geworden sein. Oder? Na, weiter? Ja, jetzt sind wir Level 4. Sehr schön.
Dann bekommen wir, glaube ich, unten jetzt irgendwas. Bekommen wir was Neues unten? Ne, wir bekommen nichts Neues. Egal, wir machen auf jeden Fall jetzt noch einen Fight. Und mit Level 4 konnte man sich jetzt so optische Gegenstände holen. Das werden wir uns auf jeden Fall dann auch nochmal anschauen. Mal gucken, ob wir das entweder in der Folge noch machen oder in der nächsten. Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir eine Gruppe finden, dass hier Leute reinkommen. Also 4 weitere noch. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir die andere Map noch sehen, die momentan zur Auswahl steht. Das ist so ein bisschen was, was ich nicht so gut finde. Dadurch ist die Motivation, es länger zu spielen, nicht unbedingt so groß, muss ich sagen. Weil wir haben halt immer nur 2 Arenen, die wechseln, glaube ich, alle 4 Stunden. Aber 4 Stunden lang 2 Arenen spielen? Ich weiß ja nicht. Ist irgendwie nicht so die mega Herausforderung, beziehungsweise das, was man unbedingt machen will. Bei den Ranglistenkämpfen gibt es dann nochmal 2 andere Arenen. Jedenfalls ist das aktuell so. Also da haben wir, könnte man dann so gesehen nochmal andere Arenen spielen. Wobei das dann, wie gesagt, der Ranglistenkampf ist. Und ja, ich muss mal schauen, dass ich Level 10 werde. Dann kann man sich auch das mal anschauen. Da habe ich noch gar keine Ahnung von. Die waren ja auch zum Spielstart selbst noch gar nicht drin. Und sind jetzt erst im Nachhinein eingeführt worden. Und das ist natürlich irgendwie kostenlos. Also ich habe jetzt nicht irgendeinen DLC kaufen müssen. Hier oben wurde noch gar nicht eingefärbt. Ja, wir haben übrigens auch leider wieder dieselbe Map bekommen. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir uns was Neues anschauen können. Aber dem ist nicht so. Irgendwer war hier schon. Haben wir eigentlich Granaten oder was haben wir? Was war denn nochmal? Gott, ich habe jetzt so lange nicht gespielt, dass ich vergessen habe. Okay. Ja, wir haben so eine Art Granate. Ich glaube, die haftet richtig. Ist das ein Gegner? Ich muss kurz sagen, das ist doch ein Gegner. What the fuck? So, wir haben unser Ulti auch gerade wieder bereit. Ich will mal gerade schauen, dass ich irgendwo in Richtung der Gegner komme. Ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Also am besten will nicht. Oh Gott. Das war ein Ulti von einem anderen. Das Tinteninferno. Ich hätte jetzt eher gut. Ja, also ganz normal Inferno halt. Ein Tinteninferno. Ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben oder ob das tatsächlich einfach Tinteninferno heißen sollte. Und was passiert hier gerade? Na komm, ich möchte bitte das da noch einfärben. Jedes Stückchen Farbe hier zählt. Wie sieht denn die Map aus? Die Map sieht wieder sehr zu unseren Gunsten aus. Oh, keine Farbe mehr. Aber in einer Minute kann noch viel passieren. Dementsprechend. Färben wir hier ordentlich weiter ein. Ich weiß gar nicht, ob die Wände auch zählen. Ich gehe mal davon aus, weil man sieht ja relativ häufig. Oder was? Ja, man sieht ja am Ende immer schön, dass ganz viel von der Karte nicht eingefärbt ist. Also, dass die Prozentzahlen weit nicht bei 100% sind. Und das ist, denke ich, der fehlenden Wandfarbe geschuldet. Weil wenn wir uns das mal anschauen, der Boden ist doch relativ dicht befüllt. Also, da sind auf jeden Fall nicht, dass da irgendwie, ja, 30% oder so fehlen. Aber das sollten wir auch wieder relativ deutlich gewonnen haben. Ja, da sieht man, wenn man die Prozentzahlen da zusammenzählt, dann fehlt da ordentlich was. Wenn wir aber jetzt die Map nur von oben sehen, ja, dann kann das nicht die normale Grundfläche, nenne ich es einfach mal, sein. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal kurz in den Shop rein. Nein, wir möchten nicht fortsetzen. Und gehen jetzt nochmal ins Zentrum und schauen uns nochmal ganz kurz um. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Aufnahme hatte, aber ja, ab Level 4 können wir jetzt eben Sachen kaufen. Also so T-Shirts und irgendwelche Mützen. So,
Dein Besuch ist uns wichtig, dein Modestatus ganz schön cool. Tipp, Infos über die Effekte unserer Kleidung einholen, einfach... in der Anleitung kann man das lesen. Wir hoffen, dass dir dieser Tipp dein Kauferlebnis positiv beeinflusst hat. Dein Serviceteam Qualani. Da steht... Ach, das hat sogar immer Boni. Hier haben wir das Tragen momentan. Oder? Ja, das ist nicht, aber da... Sprungladezeit, Lauftempo, Schwimmtempo. Da lädt sich unser Special schneller auf. Da sind wir wahrscheinlich, wenn wir Tintenfisch sind, unsichtbar. Bombenreichweite. Hier können wir zwischen den Läden sogar hin und her schalten. Bienvenue. Egal, das lesen wir jetzt nicht die ganze Zeit vorher. So, ja, auch wieder in der Anleitung nachlesen. So, grüne Mütze. Wir gehen jetzt, glaube ich, einfach mal nach... Wobei, hier haben wir Verteidigung. Ich will das Lauftempo-Ding hier haben. Das kaufen wir jetzt einfach mal. Und anlegen, ja. Yeah. Genau, auf dem Gamepad kann ich das dann anpassen. So, hier haben wir unsere Waffen. So, den Tentakelkleckser hat er. Okay. Haftbomben und Tintensuka. Ich überlege gerade echt, ob wir hier in der nächsten Folge... Also wir machen gleich mal noch eine Folge. Also heute machen wir kein Spiel mehr, weil wir rüsten uns nochmal aus. Ich glaube... Versuchen wir mal... Das hier ist so gesehen das Sniper-Gewehr. Aber was genau ist das hier? Wir versuchen einfach mal zum nächsten Mal den Sniper. Ein bisschen Abwechslung. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Hier haben wir jetzt noch Schuhe. Ja, du wirst mir wieder dasselbe erzählen wie deine Freunde auch. Das ist ein bisschen nervig, dass sie hier irgendwie... Ja. Haupt... keine Ahnung, was Hauptverbrauch heißen soll. Wir werden hier, glaube ich, wir nehmen hier mal Regeneration hoch. Ja. Aber gerade wenn ich Sniper spiele, macht es ja eigentlich keinen Sinn, mich schneller zu machen. So, was haben wir hier? Hier sind wir wieder bei den T-Shirts. Da kaufen wir uns auch noch irgendwas Schönes. Komm, hier. Wir machen uns zum Ninja. Das ist doch ganz gut, wenn wir gefunden werden, dann müssen wir uns irgendwie verstecken können. So! Damit würde ich sagen, soll es auch erstmal wieder gewesen sein für heute. Wir schauen jetzt auf jeden Fall, ich nehme jetzt gleich noch eine Folge auf und dann hoffen wir einfach mal, dass wir da eine der anderen Arenen sehen. Und ansonsten werde ich dann irgendwie nochmal ein bisschen warten und schauen, dass ich zu einem Zeitpunkt nochmal aufnehmen werde, wo wir dann andere Arenen haben. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, würde mich wie immer einen Kommentar freuen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss!